Und ich habe einfach nur noch gemerkt, wie das Auge knatschrot geworden ist. Und ich habe so Panik bekommen. Ich erst mal geschrien, Hilfe, Hilfe. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es einen Vlog von mir. Und zwar, was in der letzten Zeit so passiert ist. Es war... ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu erzählen. Und zwar ist mir was richtig, richtig Heftiges passiert, wo ich wirklich richtig Panik hatte und dann plötzlich im Krankenhaus beim Notfalldienst saß und einfach nur gehofft habe, dass nichts Schlimmes passiert ist. Aber das erzähle ich euch jetzt. Ja, da natürlich jetzt Maskenpflicht ist, habe ich mir gedacht, okay, hey, ich mache mir einfach selbst meine Maske. Ich nehme mir einfach meine Maske selbst. Da kann ich mir den Stoff aussuchen und dann weiß ich einfach auch, was ich bekomme. Und nähen mag ich sowieso ganz gerne. Und da habe ich mir gedacht, okay, why not? Try it. Habe ich versucht, habe ich auch gemacht. Und dann kamen dann alle an und wollten dann auch Masken haben, die ich dann halt für die Leute um mich herum dann auch angefertigt habe, was auch überhaupt gar kein Problem war. Weil im Moment ist ja sowieso jetzt nicht so viel los oder so viel, was man machen kann, habe ich mir gedacht, okay, machst du dann auch für deine Leute Masken und tust auch gleichzeitig noch eine gute Tat damit. Und es macht ja auch Spaß und Beschäftigungstherapie. Also im Endeffekt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Okay, ich am Nähen, am Nähen, am Nähen, alles easy peasy, alles läuft total gut. Und irgendwann hatte ich mal die Nadel kurz gewechselt und hatte die nicht mehr in der Mitte eingestellt, sondern wollte eine Naht vernähen auf der linken Seite, also dass die halt nicht mehr ganz in der Mitte ist, sondern der Kopf war etwas verschoben. Okay, habe ich mir gedacht, nähste einfach dann weiter. Es war morgens früh. Und ich nähe und nähe und nähe und auf einmal patsch! Und ich war erstmal total in Schockstarre. Leute, ich war geschockt. Die komplette Nadel ist abgebrochen, gesplittert. Und ich habe einfach nur gemerkt, wie das Ding in mein Auge rein ist. Ich war geschockt. Ich saß da erstmal und war in so einer kompletten Schockstarre und konnte einfach nichts mehr sagen oder nichts mehr machen, mich nicht bewegen, nichts. Und irgendwann habe ich mich dann wieder daraus gelöst, aus dieser Starre, und habe dann so die Panik gemerkt, die in mir aufkommt. Bin zum Spiegel gerannt, habe in mein Auge geguckt, Augentropfen genommen und erstmal die kompletten Augen richtig ausgespült. Und ich habe einfach nur noch gemerkt, wie das Auge knatschrot geworden ist. Und ich habe so Panik bekommen. Ich erstmal geschrien, Hilfe, Hilfe. Richtig bekloppt, aber es war wirklich so. Ich erstmal gerufen, Sadie, Sadie, Hilfe, Hilfe. Und er ist dann sofort auch aufgestanden und gesagt, was ist los, was ist los? Auch voller Panik, weil er, glaube ich, auch schon gemerkt hatte, da ist wirklich was. Und ich habe ihm das dann erzählt, er sofort reingeguckt, sagt, oh, rot, ja, müssen wir zum Arzt. Wir dann erstmal versucht, beim Bereitschaftsdienst oder Notfalldienst angerufen, um erstmal zu hören, wo ist denn ein Augenarzt jetzt offen? Weil zu der Zeit ja kein Augenarzt auf hat am Wochenende. Ist ja nicht in der Woche. Ja. Und dann angerufen, erstmal zigtausend Jahre in der Warteschleife gewesen, irgendwann habe ich dann jemanden erreicht und dann, ja, ich kann sie nicht verstehen, puff, hat einfach aufgelegt. Ich habe gedacht, das kann doch echt jetzt nicht wahr sein. Nochmal angerufen und dann nach, keine Ahnung, gefühlten 30 Minuten oder sowas endlich wieder jemanden erreicht, der mir dann auch sagen konnte, dass ich ins Krankenhaus, da in diesem Bereitschaftsdienst muss. Ich dann auch ins Krankenhaus oder wir ins Krankenhaus gefahren und war eigentlich relativ schnell dran. Also ich bin reingegangen, es war vielleicht eine Person vor mir, es war überhaupt nicht voll, klar, mit Maskenpflicht und alles. Und habe dann erstmal im Wartezimmer gewartet. Und Leute, ich hatte einfach so unglaubliche Angst. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich habe irgendetwas im Auge. Ich war einfach fix und fertig. Könnt ihr, glaube ich, verstehen. Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr eine gesplitterte Nadel habt und die fällt einfach mal in euer Auge rein? Und dann habe ich
wo ich vor dem Spiegel stand, das habe ich vergessen zu erzählen, das ist, wenn man dann so aufgewühlt ist und dann redet, habe ich an meiner Wimper hier unten noch so ein Metallstück gesehen, so einen kleinen Splitter. Ich mir gedacht, boah, hoffentlich war der das, der in mein Auge rein ist. So, aber kommen wir jetzt wieder zurück. Ich war ja schon jetzt beim Augenarzt Notfalldienst und war im Wartezimmer und habe jetzt gewartet, dass ich da dran komme. Und dann bin ich auch echt schnell dran gekommen. Und ja, ihr merkt, ich gucke gerade oft nach oben, um nachzudenken, wie es jetzt noch genau war oder um das Ganze zu reflektieren. Deswegen tut es mir unglaublich leid, wenn ich euch nicht direkt angucke. Jedenfalls bin ich dann dran gekommen, der Arzt hat sich das angeguckt und es war Gott sei Dank nichts. Also es war jetzt gerötet, die Hornhaut, alles intakt, nichts irgendwie Großes oder der Splitter war auch nicht mehr drin oder so. Es war halt einfach nur mega krass gereizt und deswegen war halt auch alles rot. Dann wurde mir das Augenlid komplett einmal umgeklappt, nicht dass hinterm Auge, also da am Augenlid noch irgendwie ein Splitter ist oder irgendetwas drin ist, war aber Gott sei Dank auch nicht. Das hat mich ultra krass beruhigt und da ist mir ein Stein vom Herzen einfach gefallen und dann konnte ich auch wieder durchatmen. Ich war einfach die ganze Zeit so auf Spannung und konnte kaum richtig durchatmen, weil ich einfach richtig Schiss hatte. Und das hat mich einfach komplett beruhigt, dass nichts weiter schlimm ist. Ich sollte öfter tropfen und sollte jetzt erstmal auf Mascara und so verzichten, weil das Auge halt sehr gereizt war. Ja, okay, deswegen jetzt keine Mascara, keine Schminke, kann ich mit leben, ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber das war schon echt ein richtig, richtig schlimmes Ding, ey. Boah, ich war so unter Adrenalin in dem Moment einfach, dass ich den ganzen Tag einfach fix und fertig war. Ich war einfach fix und alle, den ganzen Tag. Ich hatte so einen heftigen Adrenalinschub in dieser Zeit, dass mein Körper einfach vollkommen ausgelaugt war. Also so hat sich das jedenfalls für mich angefühlt. Und ja, ich habe mir gedacht, ich will euch das jetzt nicht vorenthalten. Ich will euch das auch definitiv mal erzählen, was mir jetzt so am Wochenende passiert ist und was mal wieder typisch ich bin. Nämlich mir passieren ständig solche Dinge. Wie würdet ihr da draußen reagieren, wenn euch diese Situation passiert wäre? Wärt ihr ruhig geblieben? Wärt ihr in Panik ausgebrochen oder wie hättet ihr reagiert? Wärt ihr zum Notfalldienst gefahren oder hättet gesagt, ach, ist schon nix? Was hättet ihr gemacht? Mich interessiert total, was ihr gemacht hättet. Schreibt's gerne mal unten in die Kommentare, was ihr gemacht hättet. So, das war mein wunderschönes Wochenende in der tollen Corona-Zeit. Also passiert ja doch noch was Spannendes anscheinend, aber nichts Erfreuliches. Naja, habt ihr einen Mundschutz? Schreibt es auch gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr auch einen Mundschutz habt und ob ihr euch den vielleicht auch sogar selbst genäht habt. Was habt ihr für einen? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. So, das war es jetzt aber auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und hinterlasst ein Däumchen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst gerne mal ein Abo da, das würde mich unglaublich freuen. Und dann hoffe ich, dass ich euch bei meinem nächsten Video wiedersehe. Bis dahin, tschüss!